Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne und allgemein Kapitäne in World of Warships. Ho ho ho, hallo Seebären und hallo Landratten, da sind wir, um euch was zu verkünden. So ist es. Es wird natürlich auch bei Seacrows und bei Uwe ein Gewinnspiel zu Weihnachten geben. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine Weihnachtskollaboration. Ja, Weihnachtskooperation, oh Gott, ich kann das Wort gar nicht sagen. Also, wir haben uns gedacht, wir packen was gemeinsam in den Topf und etwas für euch und machen ein Weihnachtsgewinnspiel mit insgesamt 3 großen, dicken Preisen, die ihr gewinnen könnt. Und in diesem Video erklären wir euch, wie und wann und wo ihr dabei sein könnt. So, ich ziehe hier mal was rein in mein Bild. Und das Erste, was wir aufrufen müssen, ist der Monat Dezember. Ihr habt jetzt hier den Kalender zu sehen. Und ja, wir haben heute, wo wir dieses Video aufnehmen, den 7. Dezember. Und am 10. Dezember geht das für euch nämlich los. Und zwar auf dem Seekrauts-Kanal. Und zwar werden wir Buchstabenkombinationen sozusagen verstecken, ja, in diesen Livestreams und in Videos. Und ihr könnt euch jetzt in Zukunft darauf verlassen, dass wir an dem Dienstag, den 10. Dezember, dann wird es ein Livestream am Donnerstag, den 12. Dezember und ein Livestream am Samstag, den 14. Dezember geben. Am Donnerstag deswegen, weil wahrscheinlich das Update dann kommt, also wird es auf jeden Fall ein Livestream sein. Die Livestreams gibt es bei Seacrowds und dann kommen wir zu dir, Uwe. Genau. Noch kurz, bevor ich zu den Videos komme. Es wird also gesucht insgesamt ein Lösungswort. Und in jedem dieser Livestreams werden Buchstaben versteckt. Allerdings versteckt, jetzt kommt das Aber, wir werden sie euch sagen. Ihr werdet sie nicht sehen, sondern wir werden sie euch sagen. Das heißt, ihr müsst den Livestream, wenn ihr gewinnen wollt, und das lohnt sich, glaubt mir, dann müsst ihr schon dabei sein und ein bisschen zuhören. Wir werden sie auch für die, die später reinkommen, nachher nochmal wiederholen. Also, am Dienstag, dem 10. geht's los. Am Mittwoch, dem 11. müsst ihr dann den Kanal wechseln. Da müsst ihr zu mir kommen und das Video, was ich am Mittwoch, dem 11. release, anschauen. Und auch darin verstecken sich Buchstaben. Dann geht es wieder zurück zu den Seacrowds. Am 12. im Livestream gibt's die nächsten Buchstaben. Am 13. geht's wieder zu mir. Da gibt's das zweite Video, auch da wieder Buchstaben. Und die letzten entscheidenden Buchstaben gibt's am 14. im Livestream bei den Seacrowds. Und dann habt ihr mit etwas Glück alle Buchstaben zusammen. Genau. Und wenn ihr alle Buchstaben zusammen habt, dann, das werdet ihr auch immer wieder als Einblendung bekommen oder auch in die Beschreibung der Videos unten eingeblendet bekommen, einen Link, und zwar auf diese Seite hier. Ja, gewinnspiel.seekrauts.de. Und dann, das erkennt ihr dann daran, dass hier oben Uwe B. Werner steht und da unten in der Seekrauts-Logo ist und dann da Weihnachtsgewinnspiel steht. Und ja, wenn ihr alle Buchstaben zusammen habt, gibt es ein Lösungswort. Das müsst ihr vernünftig kombinieren. Und ja, dann kommen wir zu den Gewinnen. Die wollt ihr ja sicherlich auch wissen. Genau. Da noch ein Wort. Das Lösungswort, ihr habt die Seite gerade gesehen, die blenden wir euch dann auch immer wieder ein. Das Lösungswort dort rein. Und wir brauchen natürlich, das kennt ihr von den ganzen Giveaways und Gewinnspielen bei uns, wir brauchen euren Ingame-Namen von World of Warships, vom EU-Server. Und bitte, bitte darauf achten, dass der richtig geschrieben ist. Mit Unterstrichen, mit Groß- und Kleinschreibung. Nur wenn wir euch an dem Abend, wo wir das ziehen, auch wirklich online finden, habt ihr eine Chance, das auch zu gewinnen. Genau so ist es nämlich. Und dann kommen wir zu den Preisen. Wir verlosen 3 Gewinne. Und wir fangen zuerst mal mit dem 3. Platz an. Ihr könnt euch dann, wenn ihr gewinnt und gezogen werdet, einen einzigen Klick im World of Warships Store für 20 Euro aussuchen. Das heißt, es können Dublonen sein, es kann eine Spielzeit sein, es kann ein Schiff sein und so weiter. Was wir nicht machen werden, und das gilt für alle Preise, wir suchen hier nicht 3 oder 4 oder 5 Sachen aus, dass ihr auf eure 20 Euro kommt. Ihr könnt euch einen Preis aussuchen und der darf maximal 20 Euro kosten. Ja. Kurzer Hinweis noch, also nicht kombinieren, ich hätte gern Dublonen und Container und ein Schiff, aber ihr könnt natürlich sagen, für 20 Euro kriege ich vielleicht von den Weihnachtscontainern 4 oder 5, das geht natürlich. Es darf den Preis nicht überschreiten und es darf nur eine Sache sein sozusagen, aber wenn es der Preis hergibt, kann es natürlich mehrere Container oder Dublonen im Wert von 20 Euro sein. Genau. Dann geht's Platz 2
Und da dürft ihr euch dann was für 30 Euro mit den gleichen Regeln aussuchen. Genau. Und dann gibt es noch einen ersten Platz und da machen wir noch einen kleinen Sprung nach oben und da habt ihr dann sogar 50 Euro zur Verfügung für euren Einkauf, für euren Weihnachtseinkauf. Das heißt, wenn ihr mal zusammenrechnet, gibt es insgesamt Preise im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Das ist doch nicht verkehrt, würde ich sagen. Das sehe ich ganz genauso. Und ja, am Ende können wir jetzt eigentlich nur sagen, wie wird denn das alles ausgelost? Wir machen das natürlich nicht nach Augenmaß und sagen, naja, wir nehmen jetzt mal den oder jenes. No. Ja, sondern wir haben dafür ein Tool, was wir benutzen werden, und zwar den commentpicker.com. Das ist eine Seite, da kann man auch YouTube-Comments picken und Facebook-Comments und hast du nicht gesehen. Aber man kann eben hier auch eine Liste an Namen eingeben, ja, und zwar alle, die das richtige Lösungswort genannt haben. Das wird nämlich hier, wenn ihr das bei der Seite gemacht habt, wird euer Name, nur der World of Warships Ingame-Name erfasst und dann eben euer Lösungswort. Und wenn das richtig ist, erscheint das überhaupt in der Liste. Wenn ihr da dabei seid, dann fügen wir das hier einfach ein. Einfügen, kopieren ist ganz einfach. Und schon werdet ihr dann live dabei sein, wenn wir am 17. die Namen ziehen und ihr seht es dann auch eingeblendet, wer gewonnen hat und so weiter. Da gibt es keine Tricksereien oder irgendeinen Kram. Das ist so transparent, es eben geht, ja, genau. Wie man das eben machen kann und so fair es eben geht. Ja. Apropos fair, da will ich dann noch was sagen. Natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ihr euch da mehrfach eintragt. Das wird natürlich rausgefiltert und wenn ich da irgendjemanden sehe, der sich 20 Mal eingetragen hat, dann wird er auch nicht nur 20 Mal, sondern komplett gelöscht. Also bleibt bitte auch fair euch und den anderen gegenüber. Jeder soll eine Chance haben, mitzumachen. Wir freuen uns drauf. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob und wie ihr auf unser Lösungswort kommen werdet von der Kombination. Genau. Ganz einfach, aber auch nicht super schwer. Und am 17. könnt ihr alle dabei sein und dann verteilen wir die Preise. Es ist natürlich was Weihnachtliches im entferntesten Sinne, aber mehr wollen wir da auch überhaupt nicht zu sagen. Ja, die Weihnachtspreise, also wir ziehen natürlich dann im Livestream die Gewinner. Ja, und die Weihnachtspreise werden dann im Anschluss an den Livestream, ich sag mal, vom 17. abends bis an den 18., ja, sagen wir mal am 18. spätestens an euch übermittelt werden als Geschenk von der World of Warships Seite, kommt er dann zu euch, das heißt, ihr müsst eure E-Mails prüfen, genau. Auch den Spam-Ordner überprüfen, ob da eine E-Mail angekommen ist und dann entweder vom Teddykrieger oder von mir, von Maracha, da ein Geschenk enthalten ist, das ist dann der Gewinn. Das ist aber nur der Hinweis für den Fall, dass ihr gewinnt. Das werden wir auch in den Livestreams und so weiter immer noch mal kurz erwähnen, auch in den Videos natürlich. Und ja. Voraussetzung ist natürlich auch, dass ihr am 17. dann auch da seid, wenn ihr gezogen werdet, weil sonst müssten wir euch ja erst im Online, im Game suchen und so weiter. Also, wenn ihr dran teilnehmt, dann seid bitte auch am 17. dabei, damit wir euch dann auch entsprechend ziehen und würdigen können und so weiter und dass ihr dann die Preise auch direkt danach bekommt. Wir gucken natürlich, ob die Ingame-Namen richtig geschrieben sind. Sollten wir jemanden haben, wo es dann nicht ist, gut, das gucken wir aber im Vorfeld schon, das wird abgecheckt, also seid dabei, es ist super einfach. Natürlich gibt es wie immer ein paar rechtliche Hinweise, ne? Ja. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Das Gewinnspiel hat nichts mit Wargaming zu tun, sondern nur mit den Secrets und mit meinem Kanal. Und es gibt keine Auszahlung in Bargeld und ähnliche Sachen. Das kennt ihr alle schon, findet ihr auch auf der Gewinnspielseite da nochmal ausführlich. So ist es. Und dann haben wir eigentlich alles gesagt, was wir sagen wollen. Richtig. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß, viel Glück. Und ja, wir sehen uns in den Livestreams und in den Videos natürlich. Und ja. Schreibt uns gerne in die Kommentare unter das Video, was ihr von dieser Aktion haltet. Daumen nach oben und so weiter sind natürlich immer sehr gerne gesehen. Allgemein Reaktionen sind immer super gerne erwünscht, weil nur dann können wir auch gegebenenfalls reagieren, wenn irgendwie vielleicht irgendwas nicht so passt für euch oder wie auch immer. Aber wir wollen uns ja auch verbessern im Laufe der Zeit immer mehr, ne? Insofern. Genau. Dann bleibt uns nur zu sagen, schönen zweiten Advent. Wir sehen uns dann am Dienstag, den 10. Seid dabei, wenn es die ersten Buchstaben gibt. Und ansonsten, ho, ho, ho. So ist es. Bis dann, schöne Adventszeit. Ciao, ciao.